Und da sind wir auch schon wieder bei Breath of Fire 2. Wir sind immer noch ein Dämonenturm. Und sind aber jetzt relativ weit oben. Und ich hoffe auch bald am Ende des Turms. Sonst kann es auch echt knapp werden hier. Aber wir müssen nämlich auch langsam die AP von Rand wieder ausgehen. Wir haben keinen AP-Erfrischer mehr, der keine Lesung kostet. Deswegen müssen wir mal schauen. So. Wir sind ja auch auf einer Etage, wo ganz viele Gandalf sind, die alle keine Erinnerung mehr haben. So, Herzensfresser und ein paar Little Jacks, glaube ich, ne? Weil ich mich natürlich hier frage, warum die nicht als kleiner Jack übersetzt wurden. Naja. Weil sie würde sich auch komisch anhören. Kleine Jacks. Naja. Okay, der kurze. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich vernichte die Erinnerungen dieses alten Mannes. Warum, fragt ihr? Nun, er weiß etwas, was für meinen Gott etwas unangenehm sein könnte. Schon wieder ein Gott? Alles, was in dieser Art unangenehm ist, zerstöre ich. Ich weihe dich in ein kleines Geheimnis ein, Rio. So dunkel? Ich bin derjenige, der die Erinnerungen der Leute daran zerstört hat, was du in Dorfgate alles vollbracht hast. Habe ich in den Dorfgate verbracht, bitte? Das letzte Mal waren es nur Erinnerungen, aber dieses Mal vernichte ich dich! Okay. Okay, okay, okay. Den konnte sich auch keiner mehr an mich erinnern, aber was haben wir denn da gemacht? Komische Sache. Okay, wir machen auf jeden Fall Magie-Drache. Feuer-Drache. Umrand macht mal Magie, weil wir den auf jeden Fall brauchen. Dann verarschen wir Nina. Nina macht bitte Magie. Überlegen, überlegen, überlegen. Und mal einfrieren. Und Aspara macht Angriff die Magie. AP-Sauger. Hört sich gut an. Okay, dann wollen wir mal gucken. Mit Angriff gerade gemacht hat. Der AP-Sauger! Okay. Okay, Rio. Hat keine AP mehr. Laden wir aber jetzt direkt wieder auf. Mit einer Weisenfrucht, würde ich sagen. Die zwar 20 Lebenspunkte kostet, aber das können wir uns leisten. Rand macht wieder Magie. Obwohl, nee. Bringt nichts. Mach mal einen Angriff. Nina macht wieder. Der Eiswind hat, also Quatsch, der Typhoon. Nee, nicht, der Typhoon ist ein, hat schon gut Damage gemacht. Ja, machen wir den nochmal. Und Aspara. Tja, was können wir denn noch machen? Verhindert Magie. Verteidigung nimmt zu. Einschläfern, AP-Klauen, AP-Sauger. Lähmt Gegner. Ja, das wird beim Boss bestimmt nicht funktionieren. Ätzen. Abwehrminen. Dann machen wir auch mal einen Eiswind. Ihr vergesst die Magie! Ach, blockt der Magie? Vielleicht. Eisen? Aber das macht ja gar keinen Schaden. Das ist ja total langweilig, der Boss. Ich muss mit der Magie vergessen. Das klappt so ganz. Nicht so ganz, habe ich so das Gefühl.
Aber die Magie, die lohnen sich halt gar nicht. Die machen so wenig Schaden. Also gut, jetzt Nina macht tatsächlich ein bisschen Schaden mit 124, aber da machen die ganzen Mini-Leute wesentlich mehr Damage. Ah. Magie. Dann machen wir nochmal einen Feuerdrachen. Angriff. Magie. Flamme. Ja, dann machen wir mal Flamme. Das für alle, aber vielleicht macht er gut Damage. Angriff. Magie machen wir hier und dann machen wir noch einen Eiswind. Ihr vergesst die Magie! Ihr vergesst die Magie! Klappt halt nie, also irgendwie ist der Boss langweilig, der macht überhaupt keinen Damage. Und macht irgendwas, was mit ihm bringt, habe ich das Gefühl. Okay, der Drache war jetzt schwach. Ach so, ich verstehe. Nina hat ja eigentlich genug AP, die kann aber den Zauber gar nicht mehr machen, weil er geblockt wurde. Ich verstehe. Ha! Drecksack. Angriff. Magie. Ja, hier Notausgang ist halt das AP-Sauger, Flamme, das. Oh, da sperrt mir alle meine Zauber. Dieser kleine Drecksack. Aspara, Magie, Eiswind, was ich nutzen kann. Das ist natürlich nicht so schlecht, weil wir haben noch zwei Mili-Angreifende dabei. Also er macht halt keinen Schaden, also das kann man ja gar nicht verlieren, solange er nur das macht. Das Geile ist übrigens, das sehe ich ja jetzt erst, der Boss heißt Alzheimer. Ha. Naja gut. Schauen wir mal, wann es vorbei ist hier. Angriff. Angriff. Heißt natürlich auch, ich habe keine Halszauber, ne? Das heißt, ich muss ihn kaputt kriegen, bevor er mich runterhaut. Oh, er greift an. Ausgewichen. Spezialattacke. 215 Damage. Grumpfgoss. Ja, das war's. Da wäre es nicht sonderlich schwer. 13.500 Erfahrungspunkte und 1000 Münzen erhalten. Gegen solche Kräfte habe ich keine Chance. Ich habe schon den Großteil der Erinnerungen des alten Mannes zerstört, aber anscheinend noch nicht genug. Und jetzt? Der Dämon hatte mich befallen, daher erinnere ich mich leider nicht mehr so gut. Vor langer Zeit führte ein Drachenkrieger 7 tapfere Männer in den Kampf gegen das große Böse. Also Wrath of Fire 1 in dem Fall. Vor langer Zeit. Also das zeigt schon, Teil 1 und Teil 2 gehören auf jeden Fall zusammen. Meines Wissens nach kann man das bei Teil 3 nicht mehr so genau sagen. Und verdammt, ich weiß es nicht mehr. 7 Leute, wie viel haben wir denn jetzt dabei? Wir haben die 3 plus Tapeta sind 4 plus Botch sind 5, plus Stan sind 6, plus Dice sind 7. Haben wir noch jemanden? Ja, die Dame. Rinpu, das sind 8. Wobei natürlich Dice ein versteckter Charakter ist, also auch wieder 7 im Prinzip. Cool. Gefällt mir, gefällt mir. So. Hoffen wir mal, dass wir jetzt dann hier durch sind. Bald, durch den Turm, weil, wir können uns nicht mehr so oft heilen. Beim Boss hat sehr viel AP rausgehauen. Angriff von hinten!
Ah, jetzt Prinzenstärke gewonnen. So, machen wir mal die beiden Herzenfresser kaputt. Schwerer Schlag! Natürlich blöd, dass jetzt beide Angriffe von Ryo auf die eine Kiste gingen. Naja, gut. Es gibt auch dick Erfahrung, muss man sagen. Muss man einfach mal so sagen, ne? Das ist schon ein guter Levelort. Ich erinnere mich nur dunkel, aber es gab einen Mann, der die Dämonenkräfte benutzte, um Menschen zu versklaven. Um sie schreckliche Dinge tun zu lassen. Der Name dieses Mannes war... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Unser Gott, das hatte der Dämon erwähnt. Ein Höllenfürst, das klingt böse. Ein Höllenfürst, der die Dämonen so benutzt, das könnte doch... Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Sagt uns endlich, wer hier der Bösewicht ist. Aber ich glaube, wir kommen langsam gegen Ende, weil wir jetzt einen Gegner enttarnen, der uns hier entgegengestellt wird. Weil wir haben bis jetzt die ganze Zeit mit einem Gott zu tun, also sprich einem Dämonenfürsten scheinbar. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Ja, und die hören ja auch alle scheinbar zusammen, also die ganzen Dämonen. Und es hat was mit unserer Vergangenheit zu tun. Warum man aber unsere Vergangenheit zerstört hat, würde mich mal interessieren. Wieso wurde Ryos Vergangenheit zerstört, also die Erinnerung daran? Was in Dorfgate passiert ist? Warum? Es muss einen Grund haben. Oh. Oh Gott, wo war jetzt die Treppe? Nina! Nein, Nina! Nein, Nina! Oh Gott, Nina! Oh, ganz knapp überlebt. Gott sei Dank. Heilen nach der Runde. Nein, er überlebt! Ausgewichen. Oh Gott sei Dank. Nicht auf Nina, Gott sei Dank. Erstmal eine Runde heilen. Magie. Rannenfahrt 2. Zack, zack, zack. Oh, kein Mana mehr. Fuck. Auch Fahrten 2, oder? Ja. Zack, 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 zack. Wo war jetzt hier die verdammte Treppe? Ach da, oh Gott. Ach, nur eine Schnecke. Dann macht ihr noch nicht mal einen Zauber. Sehr gut. So. Mal raus hier. Hoffentlich kriegen wir irgendwie einen Teleport zurück. Wenn den ganzen Turm unterlaufen ist. So prickelnd, ehrlich gesagt. Sieht aber stark danach aus, als müssten wir da genau das tun. Come on. Na ja gut. Müssen wir halt jetzt durch. Immer noch gespannt. Ja, was versteckt jetzt dahinter? Herausfinden. Auch wir laufen überhaupt in die richtige Richtung. Das ist ja dann die nächste Frage. Ach, come on. So, wo müssen wir denn hier? Ach Gott. Kann man nicht einfach fliegen? Hey! Geht hier raus! Muss ich halt den Traum verlassen, ne? In der Stadt bin ich nicht irre. Alles klar.
Nolan hier. Ach, come on. Angriff von hinten! Wow, ein Dreier-Hit. Nice. Und er macht einen 5. Er flieht jetzt. Doch nicht. Okay. Dann müssen wir uns nochmal heilen. Geht nicht anders. Aber gut. Kann sagen, was man will. Asparat hat genug Mana, uns oft zu heilen. So ist es nun mal nicht. Aber, oh Gott, die ganzen Angriffe nerven langsam. Ich werde hier raus. Dadurch verplempern wir halt das ganze Let's Play und die ganze Folge wieder in diesem Turm. Kommen kaum weiter. Das ist halt der Nachteil, wenn man solche Spiele Let's Playt, mit Zufallskämpfen. Das zieht sich halt alles an. Das. Rand erreicht Level 27, Rand erhält erneuern. Aspara erreicht Level 28, Aspara erhält einfrieren. So, also man levelt auf jeden Fall ganz gut. Weil die beiden haben vorhin erst ein paar Level-Ups gehabt, glaube ich. Also vorhin. Ein paar Folgen vorher. Man levelt echt gut. Zack. Da geht's. Da oben. M. Oh je, das zieht sich. Ich will aus dem Turm raus, bitte. Immerhin haben wir auf jeden Fall nach diesem Turm keine Geldprobleme mehr, das kann man mal ganz klar sagen. Doch recht viel Geld jetzt gemacht. So, haben wir alle drei erledigt, passt. Noch ein Angriff. Spezialangriff! Bam! One hit! Der Schläger war down. Rio erreicht Level 33, also selbst Rio kriegt ein zweites Level ab mittlerweile, während wir hier sind. Ja. Oh, und ist weggelaufen. Der Kampf finde ich nicht. Er hat auch ein Ende hier gefunden. So, also. Oh, ich mag nicht mehr so viele Kämpfe machen. Um hier rauszukommen. Die laufen, machen wir das Richtige. Ich war gar nicht so sicher. Haben wir nicht irgendeinen Zauber mit dem? Warte mal. Natürlich, wir haben noch einen Zauber. Warte, Magie. Ja. Notausgang. Ja, was anderes fliegen. Zack, raus hier. Yay, wir sind draußen. Das ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Ich hätte eigentlich viel früher auf die Idee kommen können. Natürlich jetzt die Frage, ob uns nachher das Training fehlt und das Geld, aber das bezweifle ich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen. Aber Hauptsache, wir kommen hier ein bisschen weiter. Let's play, das ist, denke ich, viel wichtiger. Und deswegen, bevor wir die Folge jetzt beenden, möchte ich wissen, wo wir jetzt hier hin müssen. Scheinbar sind wir mit dem Traum noch nicht fertig. Also, erstmal in das Dorf.
So, wenn ihr nach Norden geht, dann könnt ihr zu der Stadt zurückgehen, als ich noch viel jünger war. Ja, das haben wir ja gemerkt. Timo erstmal hoch, würde ich sagen. Ruht euch doch etwas aus, bevor ihr weiterreist. Ja, ist eine gute Idee. So, dann speichern wir und dann beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was als nächstes passiert. Welche Namen des Bösewichts raus? Wollt ihr eure Reise fortsetzen? Seid bitte vorsichtig auf eure Reise. Auf eure Reise, ja. Okay. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Ciao, ciao.